武器の多さなんて関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr alle habt den Schnee gut überstanden. Wir haben ja neue Informationen bekommen um Freezer, also Zenkai Freezer und zweite Form Cell Zenkai. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, ich habe es gesagt. Link ist oben in der Beschreibung. In der Beschreibung, in der Information. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Vorher will ich aber noch sagen, solltest du hier neu sein und dir mein Content gefallen, lass ein Abo da, drück die Glocke, like und kommentiere. Und wenn du nochmal mit mir oder der Community privat schreiben willst, komm einfach in den Discord. Link findest du unten in der Beschreibung. Und an alle, die hier zusehen und Abonnenten sind, bitte vergesst nicht, auch zu liken und zu kommentieren. Das ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus, damit dieses Video auch gesehen wird. So. Achso, an der Stelle möchte ich noch sagen, demnächst möchte ich auch alle regelmäßigen Supporter am Anfang des Videos vorlesen und ihnen danken, weil, ja, ich sag mal, regelmäßiger Support sollte auch belohnt werden. So, heute geht's um den Freezer hier. Ich sage vorweg, ich werde das Ding skippen, weil ich find's halt irgendwie verarsche, weil der von Anfang an schon einen Designfehler hatte. Ich meine, am Anfang gab's doch keinen Freezer-Armee so richtig und auch keinen LOE. Aber es ist ja keine Arbeit, mal eben reinzufügen, okay, seine Z-Ability, ja, bufft jetzt auch diese Tags, deswegen, und da sagt Dragon Ball einfach, nö, machen wir nicht. Und das finde ich halt nicht in Ordnung. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu laut. Ich regel mal hier ein bisschen runter gerade. So. Ich hoffe, jetzt geht's besser. Und ja, das ist einfach keine Arbeit und man hätte es auch einfach machen können, ne? Und wenn ich jetzt die Auswahl hätte zwischen ihm und dem Full Power Freezer, würde ich, glaube ich, immer noch den Full Power Freezer wählen. Deswegen nicht meine Empfehlung. Das heißt natürlich nicht, dass die Leute, die sowieso gern Lineage of Evil spielen, ihn nicht brauchen können oder so. Aber ich sag mal, die optimale Belegung wird sein, der blaue Cooler, Zenkai 7 natürlich am besten. Dann der lilane LF Freezer, Zenkai 7. Und der wird auch in der Tauschbörse, denke ich mal, kommen. Es ist zwar noch nicht angekündigt, aber ich denke mal, nächste Woche oder so wird der kommen. Auf dem roten Platz der Movie Saga Freezer. Und dann der grüne, ich würde sagen, der neue Cooler. Ansonsten kann man auch den Golden Freezer nehmen. Immer noch eine harte Offensivmaschine, denke ich. Dann auf der Bank Chilled. Und als gelben würde ich, habe ich den gelben schon gesagt? Aber auf jeden Fall würde ich dann den Full-Power-Freezer nehmen, anstatt ihn, weil der Doppel-Defense-Buff und auch das Ausbremsen des Gegners sind hier super wichtig. Ich habe hier nur auf 3 Sterne, also für mich lohnt es sich eh nicht, den zu spielen. Kommen wir zu seinen Fähigkeiten. Also erstmal, wenn man alle Uniques freigeschaltet hat, wie immer, kriegt er natürlich einen heftigen Buff. Wenn man gegen den Tech Saiyan kämpft, und das finde ich, verstehe ich jetzt hier nicht ganz, kann auch sein, dass mein Englisch dafür zu schlecht ist, zieht er halt, wenn man 3 oder weniger Karten hat, eine Karte zufällig nach. Ich weiß jetzt nur nicht, gilt das auch mit den 30 Ki nur, wenn Saiyan der Gegner ist, oder macht er das allgemein und zieht einfach nur keine Karte? Ja, das ist auch alles, was wir hier an Informationen haben. Er ist halt stark und zieht halt nochmal eine Karte nach, was ich besser finde als erhöhte Kartenziehgeschwindigkeit, weil damit machen die meiner Meinung nach das ganze Spiel kaputt. Weil als Beispiel mal, der Buu hat immer noch herausragende Defense-Statistiken, aber durch Charge-Step und durch die erhöhte Kartenziehgeschwindigkeit ist es für den Gegner, wenn er nicht gerade nur Strike-Karten in dem Moment auf der Hand hatte, easy, halt wirklich Buu trotzdem ja so lange in der Kombo zu halten, bis er wechseln kann oder was auch immer. Und ich finde, dann geht der Vorteil von Buu einfach komplett verloren. Man kann das einfach anders regeln. Ich würde den Charge Step wirklich komplett aus dem Spiel rausnehmen. Nicht, weil er völlig OP ist, sondern weil er völlig OP in Verbindung mit erhöhter Kartenziehgeschwindigkeit ist. Außerdem beherrsche ich ihn auch nicht. Dementsprechend, bei mir hakt das immer irgendwie. Das funktioniert bei mir nicht 100%. Und da finde ich seinen Effekt hier wesentlich besser, weil, ja, wie immer, Full Power, bla bla bla, wenn er Zenkai 7 ist. Aber das Interessante ist halt, er senkt die gegnerische Kartenziehgeschwindigkeit und die Heilungsfähigkeit. Wobei ich sagen muss, von diesen Health Restoration, Unlocking, bla bla bla, gibt es mittlerweile viel zu viele, weswegen die ganzen Effekte mit Heilung schon fast unnütze geworden sind. Dann gibt er wohl noch weitere Debuffs und erhöht auch den Schaden, wenn er seinen Spezialangriff macht. Das, was mich halt hier nur wieder stört, ist, er ist blau und extrem. Hätte man jetzt gesagt, okay, alle Extreme-Zenkais geben einfach 15% auf die Seltenheit Extreme, dann hätte man hier ein richtig geiles Team bauen können,
Aber wir haben hier auch wieder eine Überbalance oder einen Überschwellwert von blauen Charakteren, was super scheiße ist, weil es wieder ein Monocolor-Team wird. Und wenn ich die Auswahl habe zwischen Sparking Monocolor und Extreme Monocolor, ups, werde ich wahrscheinlich eher einen Sparking Monocolor nehmen. Deswegen ich dann wieder nicht weiß, welchen Value hat er jetzt, welchen Nutzen hat er. So, er ist im Regen eigentlich nicht nützlich, weil dafür haben wir C21, die einfach ein wesentlich besserer Supporter ist. Außerdem würde er auch niemanden da drin buffen. Wir haben im Android auch C21 und auch da würde er niemanden buffen. Er bufft ja nur blau. Und auch seine Zenkai-Fähigkeit bufft nur blau Extreme. Das heißt, das Einzige, womit man ihn spielen kann, ist mit Raditz und Freezer. Deswegen, ich verstehe irgendwie nicht, was wollen die damit erreichen? Die geben uns einen kostenlosen Charakter, den eh keiner spielen wird. Weil, seien wir ehrlich, hat einer von euch jemals im PvP einen Extreme-Charakter gesehen, außer vielleicht ganz am Anfang Nappa im Saiyan-Team? Also ich nicht. Dementsprechend weiß ich nicht, was bezweckt Dragon Ball Legends mit dieser, ja, es geht einfach völlig in die falsche Richtung. Und das finde ich wieder komplett Grütze, weil man könnte hier ein großartiges Spiel draus machen, wenn wir halt kluge Köpfe dran lassen würden. Aber das machen die einfach nicht und dadurch kommt halt immer wieder Grütze raus. So, und ich verstehe nicht, auch wenn ihr könnt ja gerne mal auf Facebook gehen und euch hier die Kommentare durchlesen. Jeder kotzt sich aus, jeder sagt, ich habe das Spiel gelöscht, es ist scheiße geworden und. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil guckt euch die PvP-Situation an. Und ich glaube, da macht Dragon Ball Legends sich es einfach. Die haben einen Matchmaking-Server. Der Matchmaking-Server ist dafür zuständig, um diese Peer-to-Peer-Verbindung aufzubauen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, ihr fangt jetzt an, ein PvP-Spiel zu suchen. So, und dann kommt der Erste, der halt ein PvP-Spiel sucht. Der Nächste wird gesucht. Dann vergleicht dieser Matchmaking-Server, vermute ich jetzt einfach mal, eure Internetverbindung, macht einen davon zum Host. Das heißt, das ganze Spiel läuft über diesen einen Charakter und den anderen macht er halt zum Empfänger einfach nur noch. So, das hat aber den Nachteil, dass wenn ich jetzt zum Beispiel nach draußen gehe, in mobile Daten und mein System schwankt dann oder sonst was oder ich provoziere halt Lags, dass der andere trotzdem benachteiligt ist, weil er kann ja nichts dagegen tun. Seine Leitung ist toll, aber da ich der Host bin, kommen bei mir zu wenig Daten an, gehen zu wenig Daten wieder zurück. So, das heißt, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass derjenige halt am Ende die Arschkarte hat und wahrscheinlich verlieren wird, weil er dass er sein Timing nicht einkalkulieren kann wegen den Lags. So, und da könnte es sich Dragon Ball Legends wesentlich einfacher machen, wenn sie einfach Leute hätten, die einen besseren Netzcode schreiben würden. Weil das gleiche Problem hat Nintendo auch. Ihr könnt Mario Kart spielen, einer davon ist der Host, verlässt der Host das Spiel, bricht das ganze Spiel zusammen. Deswegen, ich verstehe nicht, wo wollen die mit dem Spiel hin? Es sollte am Anfang mal angeblich E-Sports-tauglich werden. Davon sind wir meilenweit jetzt entfernt, weil es nur noch um Optik geht, darum, dass Charaktere stark sind und dass viel Geld in dieses Spiel gesteckt wird. Es ist so ein großartiges Spielkonzept, was einfach nur durch Geldgeilheit kaputt gemacht wird. Und das ist halt auch kein Front. Das ist ernst gemeinte Kritik. Und das Problem ist halt wirklich, guckt euch die Kommentare an. Es ist sehr häufig, dass die Leute sich so äußern. Und Dragon Ball Legends scheint diese Kritik nicht ernst zu nehmen. Also ich kann euch Fazit nur den Tipp geben. Also Cell könnt ihr ja bedenkenlos mitnehmen, nur investiert keine Energie. Macht halt jeden Tag hier diese 100er Kämpfe, wo ihr dann 100 von seinen Seelen bekommt und fertig. Freezer würde ich sagen, wenn ihr nicht der LOE-Spieler seid, skippt es. Also ich sag mal, wenn wirklich der Metal-Cooler noch kommen sollte, der kann halt gleich in drei Teams gespielt werden. Movie-Saga, LOE und halt auch Regen. Also da, sag ich mal, kann man noch was machen. Kommt auf seine Fähigkeiten an, also da könnte der eventuell doch noch ganz effektiv werden. Vor allen Dingen, weil ein Android, oder? Aber Regen hätte dann nochmal einen vernünftigen roten Zenkai. Auch wenn der niemanden bufft, könnte er als roter Tank trotzdem irgendwie seinen Vorteil haben. Und das wäre nochmal so ein Ding, was man vielleicht noch beachten könnte. Ich würde ihn halt überspringen. Ihr könnt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Erfahrungen mit Dragon Ball Legends gemacht habt. Und bevor jetzt wieder kommt, nee, den spielt doch der Spiel nicht, wenn du so unzufrieden bist. Ja, also wenn ich alles nur nicht machen würde, weil ich damit unzufrieden bin, ja sorry, dann würde unsere Gesellschaft nicht weit kommen, weil ohne Kritik kann sich niemand verbessern. Deswegen
von euch auch die Aussage, wenn ihr Kritik habt und ihr in die Kommentare schreibt, zum Beispiel wie änder mal dein Bild hier unten drunter oder änder mal dein Profilbild, das ist zu random, das erkennt keiner. Ich nehme diese Kritik auf, um mich zu verbessern. Also das sei nochmal an der Stelle gesagt. Das wäre es auch von meiner Seite aus soweit gewesen. Wie gesagt, lasst mir eure Kommentare da, was denkt ihr über die Sache. Und wie gesagt, wenn ihr neu seid, liken, abonnieren und Glocke drücken. Wenn ihr schon bestehende Abonnenten seid, gefällt mir und mal kurz einen Kommi schreiben, von mir aus auch Emoji, kostet euch keine Zeit, hilft mir aber als Content Creator sehr. Und das war's auch schon von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.